Wenn wir hier Videos machen, dann gucken wir natürlich immer nach Themen, die möglichst was Neues bringen, also eine neue Information darstellen, also eine neue Entdeckung, vielleicht eine neue Erfindung und so weiter. Aber in letzter Zeit, das muss man einfach sagen, scheint ja wenig ganz Neues gefunden worden zu sein. Gerade in der Physik, da gibt es zwar noch so ein paar Entdeckungen, die sind ja auch Nobelpreiswürdig, aber was ist los? Hat die Physik etwa ausgeforscht? Also ist der Drops der physikalischen Forschung schon gelutscht? Ist die Messe schon gelesen? Oder geht da noch was mit der Physik, auch im 21. Jahrhundert? (lacht) 1874 kommt ein junger Mann in das Büro eines Münchner Physikprofessors, fragt höflich und zurückhaltend, wie es denn wäre mit einem Physikstudium in München an der Ludwig-Maximilians-Universität. Und der Physikprofessor, Philippe Joly, sagt, oder Joly, das weiß ich nicht so genau, weil wir haben leider keine Tonbänder aus dieser Zeit, also er schreibt sich J-O-L-L-Y. Vielleicht kann mal jemand von euch mir dann dabei behilflich sein. Kommt da gar nicht so darauf an, wie er hieß, sondern was er gesagt hat. Mein lieber junger Mann, die Physik, die ist eigentlich schon fast fertig. Das bisschen, was da noch fehlt, also die kleinen Lücken, die da jetzt noch geschlossen werden müssen, das lohnt sich nicht. Also ich würde an Ihrer Stelle lieber was anderes machen. Sie haben doch, haben Sie noch andere Talente? Und der junge Mann antwortet, ja, er würde einigermaßen gut Klavier spielen. Na, dann werden Sie doch Musiker. Machen Sie was Ordentliches. Physik ist doch vorbei. Der Professor meinte, die Physik, die sei schon durch. Obwohl, danach ist ja noch unglaublich viel gekommen. Die Quantenmechanik, die Relativitätstheorie, Raumzeitkrümmungen, die Kosmologie, die Elementarteilchenphysik. Da ist ja noch richtig ein Riesen. Also die Physik ist erst richtig losgegangen danach. Vorher, das war ja praktisch nur ein Vorspiel. Wie kann man denn zu so einer Fehleinschätzung kommen? Ja, und heute? Wie sieht es denn heute aus? Wir haben ja auch den Eindruck, da passiert immer weniger an grundlegend Neuem. Ab und zu gibt es mal eine Entdeckung, aber so richtig ganz große Durchbrüche, vielleicht sogar sowas wie eine kopernikanische Wende, dass etwas ganz auf den Kopf gestellt worden ist durch irgendeine neue Entdeckung, durch eine neue Theorie, die dann bestätigt worden ist, das scheint ja so auch nicht der Fall zu sein. Wir werden immer genauer und präziser in allem, was wir messen und bestätigen doch im Grunde Theorien, die teilweise schon über 100 Jahre alt sind. Und seitdem, seit den letzten 30, 40 Jahren, ist offenbar in der Physik ein Zustand erreicht. Ja, was für ein Zustand eigentlich? Ist die Physik wieder in der Warteposition, sodass es den nächsten Boom macht und wieder was ganz Neues beginnt in der Physik? Oder ist auch so eine Wissenschaft irgendwann mal zu Ende? Gibt es auch Grenzen des Erkenntniswachstums gewissermaßen? Machen wir es doch erstmal so. Was haben wir denn schon geklärt? Was haben wir denn in den letzten, gerade in den letzten 120, 130 Jahren, an offenen Fragen geklärt. Da gibt es zum Beispiel eine Sache, die ich sehr, sehr, sehr bewundere. Das Periodensystem der Elemente. Bei dem Periodensystem der Elemente geht es um die natürlich vorkommenden Elemente. Da mag es einige künstlich herzustellende Elemente noch geben. Da hat man ja auch richtig was getan, jenseits der Kernladungszahl 92. Aber die zerfallen alle so schnell und es scheint nicht danach auszusehen, als wenn es noch irgendwelche Stabilitätsinseln bei den großen Kernladungszahlen zu geben. Also Haken dran. Das Periodensystem der chemischen Elemente, das wissen wir. Ja, hier Relativitätstheorie, auch so ein Fall. Und mit der allgemeinen Relativitätstheorie kann man nicht nur so irre Dinge beschreiben wie schwarze Löcher, Neutronensterne, weiße Zwerge, pipapo, sondern das gesamte Universum lässt sich damit beschreiben. Weil es eine Theorie ist über die Königin aller Kräfte, nämlich die Gravitation. Unglaublich. Genauso wie wir das Standardmodell der Teilchenphysik wissen. Ne? Auch hier haben wir immer präzisere und präzisere experimentelle Resultate, unter anderem ja über Myonen, also wie Myonen zerfallen, das haben wir hier auch schon mal in einem Video dargestellt. Oder wir haben über schwarze Löcher schon so viele Videos gemacht, da weiß ich gar nicht, wo ich hindeuten soll, weil so viel, da müsste eigentlich schon eine ganze Liste von Videos sein, also ist auch ein Haken dran. Also was macht eigentlich die Strahlung mit der Materie, was macht die Materie mit der Strahlung? Wie weit geht das? Also wann beginnt die ganze Sache relativistisch zu werden? Relativistische Quantenfeldtheorie. Also, dass man das E gleich mc Quadrat mitdenkt in der Quantenmechanik und dann herausfindet, es muss Antimaterie geben. Und kaum ist es erdacht, wird es schon entdeckt. Unglaublich. Oder hier, noch schöner natürlich und durchaus von großer Bedeutung,
Kernfusion. Woher kommt die Energie der Sterne? Wissen wir, Tunneleffekt, Haken dran, hatten wir schon. Ist alles schon durch. Und natürlich, das kommt am Ende jetzt mal auch Haken dran, wie ist es mit dem Universum? Gut, das ist natürlich eine große Geschichte, 13,82 Milliarden Jahre, aber wir können eine unglaublich, die größte Geschichte aller Zeiten erzählen. Wie die Abläufe der physikalischen Vorgänge gewesen sind und das Ganze natürlich, und da muss ich mich einfach nochmal gerade hinsetzen, hier fällt das Allerkleinste mit dem Allergrößten zusammen. Die Elementarteilchenphysik erlaubt uns, die Bedingungen des Anfangs des Universums zu beschreiben, bis an die kleinsten kausal sinnvollen Längen und Zeitskalen. Haken dran. Ich meine, da ist doch, also bitte. Kann man denn da noch irgendwas entdecken, wo man sagen kann, oh, das ist aber noch mal ein weiterer Kontinent auf dem Planet der Erkenntnis der Physik? Das scheint mir schwierig zu sein. Schauen wir uns doch mal die offenen Fragen an, die heute in der theoretischen Physik zum Beispiel eine wichtige Rolle spielen. Was war vor dem Urknall, also vor dem Beginn des Universums? Naja, ist natürlich schwierig für eine empirische Wissenschaft. Also eine Wissenschaft, die auf Experiment und Beobachtung angewiesen ist, die kann über den Beginn des Beginns, also den Anfang vor dem Anfang, keine Informationen gewinnen. Theorien lassen sich sehr wohl dazu machen, aber Aussagen, die eine Bestätigung finden können, also Vorhersagen, die eine Bestätigung finden können, die lassen sich natürlich da gar nicht formulieren. Die andere Frage, ist das Universum unendlich groß oder ist es endlich groß? Also ist es aus dem endlichen Volumen hervorgegangen und dann, ja, wenn es aus dem endlichen Volumen hervorgegangen ist, dann wird es sich nicht in ein unendliches Universum verwandeln. Es müsste also am Anfang unendlich groß gewesen sein. Nur auch da sagt uns die Physik, es gibt gar kein Unendlich. Mathematisch ja, physikalisch nein. Unendliche Energie würde bedeuten, das Universum würde auseinanderfliegen. Oder Energie Null würde bedeuten, das Universum würde in sich implodieren. Und wir haben auch schon mal ein Video dazu gemacht, zu den Multiversen. Also gibt es außerhalb unseres Universums noch ein anderes Universum und darüber hinaus vielleicht noch ein Überuniversum, in dem sich die gesamten Universen irgendwie vereinigen. Auch dazu lässt sich eigentlich prinzipiell nichts machen. Aber es lässt sich mathematisch etwas dazu machen. Da muss man einfach nochmal sagen, alle diese Fragen sind im Prinzip mathematisch beantwortbar, aber nicht physikalisch. Warum das so ist? Naja, die Mathematik ist eine Strukturwissenschaft, die sich mit Strukturen beschäftigt, mit Gedankenstrukturen. Die müssen nicht existieren. Die Physik dagegen, auch in ihrer Form in der Astrophysik, ist eine Realwissenschaft, eine Wissenschaft der Wirklichkeit. Das heißt, diese Dinge müssen tatsächlich existieren. Und in der tatsächlichen Existenz von Wirklichkeit gibt es eine Reihe von Einschränkungen, die dafür sorgen, dass es die Wirklichkeit überhaupt gibt. Zum Beispiel Energieerhaltung, also Begrenzung nach oben, aber auch Drehimpulserhaltung, Impulserhaltung oder dieses berühmte Aktio gleich Reaktio. Das kann man mathematisch nicht beweisen. Das muss man immer wieder aufs Neue experimentell überprüfen. Ist das tatsächlich so? Und das ist zum Beispiel der Grund, dass irgendwann in einem System eine bestimmte Menge an Energie nicht mehr überschritten werden kann. Mehr nämlich als die Energie, die in dem System drin ist. Gedanklich könnte ich jetzt aber immer weitermachen. Wenn das so ist, an diesen Fragen kann ich offenbar nicht mehr arbeiten, aber ich bin ja nun auch Münchner Physikprofessor. Wie wäre es denn, wenn ihr zu mir kämt und würdet zu mir sagen, hören Sie mal, Herr Professor Lesch, ich würde gerne Physik studieren. Was kann man denn in der Physik noch entdecken? Was kann man denn realistischerweise noch entdecken? Würde ich natürlich mich zurücklehnen und würde nicht wie Jolie sagen, da gibt es nur noch Details, sondern da gibt es richtige, fundamentale Fragen, die gar nicht beantwortet sind. Zum Beispiel, was ist die dunkle Materie? Also bei diesen Fragen handelt es sich ganz klar um Arbeitsprogramme. Hier gibt es keine prinzipiellen Begrenzungen, weshalb wir das nicht erforschen könnten. Ganz offensichtlich dockt die Frage nach der dunklen Materie unmittelbar an die Elementarteilchenphysik an. So werden auch große Beschleuniger zum Beispiel auch öffentlich kommuniziert als Maschinen, die mit dazu helfen sollen, nicht nur die Bedingungen im frühen Kosmos zu erforschen, sondern auch herauszufinden, was ist die dunkle Materie. Das ist doch ein Feld, da kann man doch was machen. Genauso natürlich bei der Turbulenz. Die Turbulenz ist ein ganz altes Problem. Und auch hier ist es ein Arbeitsfeld. Wer weiß, vielleicht wird es eines Tages rauskommen. Es gibt hier einfach, das will ich eigentlich sagen, es gibt keine prinzipiellen Erkenntnisgrenzen bei diesem Problem. Und deswegen bin ich auch sicher, werden wir der Lösung immer näher und näher kommen. Vielleicht nur asymptotisch so rankommen, aber wir werden ihnen auf jeden Fall immer näher kommen. Da ist Erkenntnisgewinn, wenn auch nur in kleinen Schritten, immer zu erwarten. Und dann hier, das andere Ding. Auch so ein Feld. Die dunkle Energie.
Die dunkle Energie, die seit einigen Jahrzehnten, wissen wir, das Universum expandiert, beschleunigt. Da muss es was geben, was überall im Universum den gleichen Effekt erzeugt, dass nämlich die Expansionsgeschwindigkeit tatsächlich nochmal ansteigt. Was ist denn da los? Was für eine Kraft zieht denn an dem Universum? Also jetzt mal in einer ganz naiven, im ganz naiven Bild, wenn wir etwas verwenden dürften, was außerhalb des Universums läge, was wir ja nicht tun, weil wir sind ja Naturalisten, dann könnte man sich zum Beispiel vorstellen, dass um das Universum herum, also jetzt nur mal für Spaß, wir sind ja unter uns, nur mal für Spaß, dass um das Universum herum Masse liegt. Und diese Masse zieht einfach an der Raumzeit, die unser Universum darstellt. Nur das können wir eben nicht verwenden, weil wir müssen ja zwangsläufig immer über innere Eigenschaften des Universums sprechen. Die Gestalt des Kosmos ist nicht klar. Was wir messen überall, ist Krümmung Null, also flaches Universum. Jetzt mal abgesehen von den kleinen Mulden, die die Materie in dieser Raumzeit anrichtet. Aber auf der großen Linie bis hin zur kosmischen Hintergrundstrahlung, einer grandiosen Vorhersage des Urknallmodells, ist das Universum flach. Was bedeutet denn das? Könnte sein, dass es vielleicht so riesig ist, so übergewaltig groß, dass jeder Beobachter und jede Beobachterin, alle, die irgendwelche Messungen über diese Krümmung vornehmen im Universum, immer in der Situation sind, einer Ameise, die versucht herauszufinden, ob die Erde eine Scheibe ist oder eine Kugel. Wenn nämlich die Kugel so groß ist, dass du überall immer nur die Krümmung Null misst, ja, dann kommst du auf den Gedanken, dass dein Universum flach ist. Und dann zum Beispiel auch die Verbindung von Quantenmechanik und Gravitation. Ganz schwieriges Feld, die Quantenmechanik, mathematisch eine recht komplexe Theorie, die über ganz bestimmte mathematische Formulierungen überhaupt nur verständlich wird, weil ja alles quantisiert ist, eben nicht kontinuierlich, und dagegen die allgemeine Relativitätstheorie. Mathematisch zwar aufwendig, weil es um Tensoren geht, aber von der Vorstellung her eigentlich sehr intuitiv. Also immer kontinuierlich, da gibt es keine Sprünge. Wie kriegt man diese beiden zusammen? Und vor allen Dingen, die Gravitation ist so viel schwächer als die Kräfte, die die Materie zusammenhalten. Wie kriegt man denn diese Kräfte zusammen, wenn man an das große Bild denkt, dass alle Kräfte am Anfang eines waren? Übrigens, die ganze Geschichte der Quantenmechanik, die haben wir hier in 3 Videos erklärt. Ein nach wie vor ungeklärtes Feld, in der theoretischen Physik genauso wie in der Experimentalphysik. Und dann gibt es natürlich noch, um es mal mit einem großen amerikanischen Philosophen zu sagen, es gibt die Dinge, von denen wir wissen, dass wir sie wissen. Dann gibt es die Dinge, von denen wir wissen, dass wir sie nicht wissen. Und dann gibt es noch die Dinge, von denen wir noch nicht mal wissen, dass wir sie nicht wissen. Das war der ehemalige amerikanische Verteidigungsminister Rumsfeld, der das gesagt hat, in einem ganz anderen Zusammenhang. Aber da ist was dran. Natürlich wissen wir auch vieles möglicherweise tatsächlich nicht. Das heißt, da kommt was Neues auf uns zu, was uns überrascht. Oder glaubt ihr denn, 1874 hätte irgendjemand von den beiden, entweder der Studierende oder der Professor, daran gedacht, dass 26 Jahre später die Welt, die wusste es zwar noch nicht, aber eine wissenschaftliche Revolution erleben wird mit der Einführung einer Geschichte, dass das Licht zum Beispiel in quantisierter Form abgegeben wird oder aufgenommen wird. Und dass es Übergänge im Atom gibt oder dass es gar Bomben geben könnte auf unserem Planeten, die so dramatisch in ihren Auswirkungen sind, dass sie die gesamte Spezies, ja das gesamte Leben auf der Oberfläche vernichten können. Hätte man sich das vorstellen können? Nein, hätte man nicht. Auf keinen Fall. Das lag nicht in der Luft. 1874 lag vieles noch nicht in der Luft. Es dämmerte, es schimmerte. Es rumorte in der Physik. Das tat es, in der Tat. Und gerade für diejenigen, die Physik betrieben, war so 1875 so ein Jahr, wo die Dinge sich verändern sollten. Denn schon vorher, in den Jahrzehnten vorher, gab es schon so ein paar Probleme, die darauf hinwiesen, dass irgendwas in der Physik nicht ganz stimmen kann. Das wollte der Herr Joly offenbar dem jungen Studenten gar nicht so sagen. Da war zum Beispiel völlig unklar, wie die Sonne funktioniert. Man hatte keine Ahnung, keinen Schimmer. Man ahnte nur, dass irgendwas nicht stimmt. Und wenn die Physik schließlich die Grundlage der gesamten Naturwissenschaften sein soll, dann müsse sie solche Fragen beantworten. Man hatte die elektromagnetischen Erscheinungen entdeckt und hat auch entdeckt, dass es da sowas gibt wie die Lichtgeschwindigkeit. Aber man verstand sie nicht. Man kannte die Schallgeschwindigkeit. Klar, Schall. Ja? Und die Bewegung von etwas im Medium, das konnte man verstehen. Aber was bitteschön sind elektromagnetische Wellen? Wenige Jahre später, nach diesem Gespräch, wird Heinrich Hertz die elektromagnetischen Wellen entdecken. Und man wird entdecken, was für ein riesengroßes Spektrum von elektromagnetischen Wellen es gibt, die sich aber nur durch eins unterscheiden, nämlich, na durch zwei, also wenn man so will,
nämlich durch Wellenlänge und Frequenz. Aber was das bedeutet, denn alle elektromagnetischen Wellen scheinen sich mit der gleichen Geschwindigkeit zu bewegen. Huff, Lichtgeschwindigkeit, Röntgenstrahlung wird entdeckt werden. Es gibt 1874, während die beiden sich in München unterhalten, wird jemand vorschlagen, es müsse zwei verschiedene Arten von elektrischer Ladung in den Atomen geben. Ja, die eine wäre negativ, die andere sei positiv. 1874. Vielleicht haben die beiden davon noch nichts gewusst, vor allen Dingen der Physikprofessor. Aber von da an wird natürlich die Frage immer drängender, wie kann denn das überhaupt sein? Wenn Elektronen negativ sind und die Atomkerne, wie sich herausstellt, sind positiv geladen, wieso stürzen die Elektronen eigentlich nicht in den Atomkern rein? Überlegt euch das mal. Eine grundlegende Frage über die Stabilität der Welt, völlig ungeklärt. Und dann sitzt da einer und sagt, also ja, mit der Physik, das ist ja alles irgendwie schon, also im Grunde genommen haben wir schon alles bekannt. Nichts davon, nichts. Und doch hat dieser junge Mann, nämlich, darf ich ihn jetzt sagen? Endlich darf ich ihn sagen. Max Planck, im Jahre 1900 eine Arbeit veröffentlicht, im Grunde genommen über was ganz Einfaches, nämlich über die Strahlung eines leuchtenden Körpers. Das Strahlungsspektrum eines leuchtenden Körpers, eines Drahts. Und er musste um das Spektrum, also die Identitätsverteilung im Vergleich zur Frequenz oder im Vergleich zur Wellenlänge, musste er eine Annahme machen, die, wie er selbst schreibt, er eigentlich nur im Zustand der größten Verzweiflung hat machen können. Weil ihm gar keine Alternative mehr blieb, hat er doch tatsächlich gesagt, die Energie, also die Strahlung, wird in gequantelter Form abgegeben. In Paketen, in Energiepaketen. Nur 5 Jahre später wird Albert Einstein sagen, nicht nur die Abgabe von Photonen passiert in Paketform, sondern auch die Aufnahme von Energie passiert in Paketform. Also das Licht, ich habe schon den Begriff Photonen eben verwendet, das Licht ist keine Welle oder nicht nur eine Welle, sondern es hat auch die Eigenschaft, in Photonen vorzuliegen. Und wenn man dran denkt, heutzutage Photovoltaik, da ist der photoelektrische Effekt drin, dass nämlich Licht aus einer Metalloberfläche Elektronen herauslösen kann und diese Elektronenbewegung kann man als elektrischen Strom nutzen. Stellt euch mal vor, diese Entdeckung von 1905 ist womöglich die Lebensrettung für die Menschheit, wenn wir endlich anfangen, erneuerbare Energien wirklich global zu benutzen, nämlich die Sonnenenergie in elektrische Energie zu verwandeln. Und das ist damals erfunden worden, mit einer revolutionären Idee über die Verwandlung von Licht in Energie bzw. in die Art und Weise, wie Licht mit Materie wechselwirkt. Nun kann man sich schon fragen, wo läuft denn die Physik jetzt hin in Zukunft? Jetzt stimmt es natürlich, dass Physik im Prinzip ein riesiges Gebäude ist von Hypothesen. Und diese Hypothesen müssen immer wieder überprüft werden, müssen bestätigt werden und so weiter. Und wenn ich eben so gesagt habe, Haken dran heißt ja nicht, dass da überhaupt nichts mehr zu holen ist, heißt nur, im Gegenteil, davon kannst du fest ausgehen. Also das sind gewissermaßen so die Haken, die tatsächlich in den Fels hineingeschlagen worden sind, wo man bei zukünftigen Klettertouren sich fest dran halten kann und da wird man nicht mehr drunter fallen, sondern man kann ganz andere neue Höhen anstreben, weil eben genau diese Haken alle schon in der granitenen Wand von granitenen Erkenntnissen der Physik hineingeschlagen werden konnten. Vielleicht, und das ist meine echte Überzeugung, ehrliche Überzeugung, wird Physik ganz verschiedene Rollen spielen bei den Entdeckungsreisen in dem Himalaya der naturwissenschaftlichen Entdeckung oder der technischen Entwicklung. Die Physik wird immer das Basiscamp sein, weil sie die grundlegenden Eigenschaften von Materie und der Wechselwirkung von Strahlung mit Materie klar formuliert hat. Sie weiß, wo wir sind in Raum und Zeit, wie Bewegungen sich verhalten und so weiter. Ganz wichtig. Und sie wird auch immer diejenige sein, die gewissermaßen dann, wenn einem anderen Forschungsgebiet ein bisschen die Luft ausgeht, wie so ein Sauerstofftank wirkt, um sozusagen zurückzugehen auf das physikalisch erkennbar und verständliche. Wo stehen wir? Es ist natürlich bei jeder Wissenschaft, die schon eine gewisse Zeit auf dem Buckel hat, gibt es immer das Problem, dass ja immer mehr und mehr Informationen anfallen, die ja von denjenigen, die dieses Fachgebiet dann beginnen, in Form einer Ausbildung an Universitäten, Hochschulen und dergleichen, die das beherrschen müssen. Ich meine, zu Zeiten von Newton kannte man nur die Mechanik, da war das Physikstudium relativ schnell zu Ende, quasi nach dem ersten Semester, wenn man so will. Aber im Laufe der Zeit kam ja immer mehr dazu. Da kam die Elektrodynamik, dann die Thermodynamik und dann fingen diese ganzen anderen Bereiche an, Atomphysik, Kernphysik, Astrophysik, Hydrodynamik und so, aber alles kam dazu. Immer mehr und mehr Anwendungen kamen auch dazu. Das heißt,
Auf einmal wird es natürlich tatsächlich immer schwieriger für den Einzelnen, die Einzelne, hier noch den Überblick zu behalten. Da nutzt es nichts, immer wieder nur das zu erzählen, was man schon weiß, sondern wenn man was wissen will, was Neues, dann braucht es Spezialisierung. Die Spezialisierung ist gewissermaßen der Preis, den man für den Forschungsfortschritt bezahlen muss. Aber irgendwann wird natürlich dieser Preis immer höher und höher, weil zum Beispiel durch die Spezialisierung die Kommunikation nicht nur innerhalb der Wissenschaft, sondern auch mit Gesellschaft immer schwieriger wird. Also wie kann man dieser Spezialisierung einer gesättigten, voll entwickelten Naturwissenschaft gegenübertreten, ohne diese Kenntnisse zu verlieren, um trotzdem was Neues zu machen? Was könnte denn das Neue sein? Das Neue wäre natürlich das Interdisziplinäre und was oft ja auch so genannt wird, das Ganzheitliche. Also das Ganze kann nicht nur einfach die Summe seiner Teile sein. Es muss mehr sein. Die Prozesse, die zwischen den Teilen stattfinden, werden auf einmal interessant. Heute wird immer wieder und immer häufiger von Kipppunkten gesprochen. Gerade beim Thema Klimawandel wird von Kipppunkten gesprochen. Das kann man aber nur verstehen, wenn man Teile des Erdsystems miteinander verbindet. Wie ist die Biosphäre, also das Reich des Lebens, verbunden mit der Atmosphäre? Die Atmosphäre, also das Reich der Wetter- und Klimaerscheinungen über uns, mit der Hydrosphäre, den fließenden und stehenden Gewässern. Oder der Kryosphäre, dem Reich des gefrorenen Wassers. Und wie ist das Ganze verbunden mit der Lithosphäre, also dem oberen Erdbereich? Muss man das Erdsystem anschauen? Ist die Physik vielleicht auf dem besten Wege, eine Systemwissenschaft zu werden? Das heißt, das eine nicht zu vergessen, nämlich die Einzelteile genau zu kennen, und da sind wir sehr gut in der Physik, die Genauigkeit, die Präzision physikalischer Messungen, wenn ich das an der Stelle einfach nochmal einschieben darf, die ist doch... Mein Gott, die ist doch unmenschlich. Wenn man sich überlegt, ich muss das nochmal erzählen, ich meine, ihr habt es schon mal gesehen, ihr habt das Video schon mal gesehen, aber wenn ihr euch überlegt, in 1,3 Milliarden Lichtjahren verschmelzen schwarze Löcher zusammen. Dabei werden Gravitationswellen ausgelöst, die kommen dann hier auf der Erde an und verursachen bei uns in 4 Kilometer langen Laserinterferometern eine Längenveränderung, Achtung, von einem 1000stel Protonenradius. Also komm, also wirklich. Boah, Hammer. Das gibt's doch gar nicht. So genau. Also absurde Objekte vom Rand der erkennbaren Wirklichkeit verursachen bei uns in einem Laserinterferometer eine Längenänderung von einem 1000stel Protonenradius. Also das Allerweiteste ist bei uns 10 hoch minus 18 Meter. Das ist doch Wahnsinn. Also das heißt, diese Einzelteile, da sind wir richtig, 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 richtig gut. Und das zusammenzubringen und vielleicht auch, an der Stelle sei es erwähnt, vielleicht auch immer wieder darauf hinzuweisen, wenn die Physik schon auch eine Wissenschaft der Begrenzungen ist, also der Grenzen, Energieerhaltung, die einem sagt, Energie kann nicht erzeugt werden, sie kann nur verwandelt werden, wird ein wichtiges, immer wiederkehrendes Argument bei vielen Talkshows in Zukunft sein, wo jemand da sein muss, der da mal wieder irgendwelchen irrwitzigen Ideen einfach so ein Stoppschild zeigt. Ich würde das übrigens dringend vorschlagen, dass in allen Talkshows inzwischen jemand stehen sollte, der so ein Stoppschild dahin hält, Achtung, Energieerhaltung, bevor wieder Irrsinn, Wahnsinnsideen erzählt werden, von den einen wie von den anderen. Dass es eben gerade darum geht, dass die Physik als die Wissenschaft von den fundamentalen Grenzen des Daseins, dass sie sich einmischt in die großen Fragen unserer Zeit und immer wieder auch die Stimme der Vernunft ist, wo es eben nicht beliebig weitergeht wie in den vielen anderen ökonomischen Wissenschaften, wo von ewigem Wachstum die Rede ist. Vielleicht ist da die Physik die beruhigende, die weise Stimme, die uns sagt, so können wir nicht weitermachen. Das wäre die Aufgabe. Das wäre eine Aufgabe. Aber es gibt noch viele andere. Also sicherlich eine der größten Geschichten, die noch zu entdecken sind, ist die Frage nach dem Ursprung des Lebens. Das ist nämlich auch keine rein physikalische Angelegenheit mehr. Schon natürlich nicht. Beim Leben geht es um was lebt. Und die Physik beschäftigt sich in der Biophysik vielleicht mit Lebewesen, aber eigentlich beschäftigt sie sich mit den Vorgängen in Raum und Zeit. Die Ursprungsfrage ist aber eine dieser Kardinal-, dieser Schlüsselfragen schlechthin. Wie wird aus toter Materie, ganz Physik sozusagen, wie wird aus toter Materie ein Lebewesen? Also die Frage ist einmal, wie ist Leben überhaupt einmal entstanden? Und zum anderen, wie erhält Leben sich, nämlich wie wird aus Ordnung Ordnung? Und Ordnung ist eine wichtige Sache. Ein Lebewesen ist kein chaotisches System. Es muss auf ganz wesentliche, grundlegende physikalische Naturgesetze Rücksicht nehmen. Es muss zum Beispiel Abfall abgeben, es muss aufbauen und abbauen. Aufbauen, es muss ein dynamisches Gleichgewicht in sich erzeugen.
Und diese Frage ist zum Beispiel eine dieser klassischen interdisziplinären Fragestellungen, die überhaupt nicht geklärt sind. Es gibt eine Reihe von Gedankenansätzen und die Naturwissenschaften rücken allmählich näher und sagen sich immer mehr gegenseitig, woran sie gerade arbeiten. Und es gibt Sonderforschungsbereiche über die Frage der Entstehung des Lebens. Und da sitzen eben Biologinnen und Biologen, Chemikerinnen und Chemiker und Physikerinnen und Physiker zusammen mit Computerspezialisten. Man versucht zusammen diese Frage zu erarbeiten. Und das Buch, das wirklich mal in Anführungszeichen mindestens mal einigermaßen abschließend erklärt, wie das Leben auf der Erde entstanden ist, das ist noch nicht geschrieben. Da wäre also noch jedes Kapitel eine extra Forschungsgeschichte für sich.